Hey, hey, hallo Leute und willkommen zum mittlerweile schon 50. Part von Let's Play Final Fantasy IV The After Years für die PlayStation Portable. Im letzten Part haben wir die letzte kleine Tale abgeschlossen, die von den Lunarians, also von Golbez und Fusoya. Und jetzt geht's ab in die allerletzte Tale. Ich habe gesagt, ich mache offscreen die ganzen Challenge Dungeons, hatte aber nach dem dritten keinen Bock mehr. Ne, nach dem vierten keinen Bock mehr. Ich habe den von Rydia zweimal gemacht und habe keinen Adamantit bekommen dabei. Dann hatte ich keinen Bock mehr darauf. Dann habe ich gesagt, gut, mache ich Yanks. Habe ich dreimal gemacht, bin zweimal davon gestorben und einmal habe ich einen Nicht-Adamantit bekommen. Hatte dann auch keinen Bock mehr drauf. Ja, Seal of the Sail habe ich ja früher schon mal gemacht, sogar in der Aufnahme und dann noch mehrfach offscreen. Der war ganz lustig. Und dann habe ich Kane's Dungeon einmal gemacht, da das Adamantit gefunden und abgespeichert, aber den Boss davon nicht geschafft. Habe damit jetzt also zwei Adamantit von sehr, sehr vielen möglichen und werde damit nicht die beste Rüstung im Spiel bekommen. Ich muss mich korrigieren, man bekommt dadurch nicht Waffen, sondern Rüstung und ich werde sie nicht bekommen, weil ich keinen Bock mehr auf diese Scheiß-Challenge-Dungeons habe. So, jetzt aber gute Laune. Es fehlt nur noch eine Tale. Wir sind bald durch, vermutlich. Ich bin sehr gespannt, wie die ganzen Charaktere jetzt zusammenfinden werden. Seerus, Rydias, Yanks, Palums, Edge, Sporums, Edwards, Kanes und die Lunarians Tale. Und jetzt kommen wir zu The Crystals, The Planet Eater. Fackeln wir nicht lang drumherum. Machen los und laden die ganzen Spielstände hier rein. Oh ja, das wollen wir. Fangen wir an mit Rydias Tale. Natürlich der hier. Yanks Tale, natürlich der hier. Palom's Tale. Ich habe in manchen noch ein bisschen trainiert. Leider nicht mit Palom, Porom, Edge und Edward. Die sind alle noch auf einem ziemlich mickrigen Level. Hier. Ist natürlich noch Kane's Tale, mit denen habe ich ordentlich noch trainiert. Und hier wird Fusoya nicht. Ja, genau, das habe ich nämlich auch mir gedacht. Ich habe die ganzen Spielstände alle nochmal geladen und die Leute abgerüstet, von denen ich dachte, dass man sie dann nicht mehr haben wird. Das waren hier die drei Soldaten, die man mit hatte. Hier der Schwarzmagier, der Weißmagier und der dunkle Kane. Und hier Fusoya. Die restlichen sind alle drin. Und in Rydias Tale habe ich noch was anders gemacht. Das wird man jetzt vielleicht gleich am Anfang sehen. Und zwar, vielleicht erinnert ihr euch, das erzähle ich noch ganz schnell. Am Ende von Rydias Tale musste man in dieser Höhle in der Nähe von Agard diese Adamantois besiegen. Und von der hat man dann was bekommen, damit man sein Schiff reparieren konnte. Allerdings hatte ich da nur dieses Ding. Und weil das nicht gereicht hat, hat Luca dann Kalka und Brina auseinandergenommen und mit ihren Teilen das Schiff verbessert. Ich habe allerdings mal nachgelesen, und zwar, wenn man in der Höhle, wo wir das Item bekommen haben, im Waxing Moon in einem bestimmten Raum kämpft, kommen da Puppengegner und von denen kann man an Items droppen, sodass Luca nicht Kalka und Brina auseinandernehmen muss. Dann habe ich nochmal die Tale zu Ende gespielt und abgespeichert und deshalb sind Kalka und Brina jetzt nicht tot, leben noch und können sozusagen ebenfalls für das Ende rekrutiert werden. Ändert allerdings nichts daran, dass sie vermutlich sehr schwach sind. Los geht's. Ich trinke noch ganz schnell einen Schluck, tut mir leid, aber ich bin so aufgeregt. 50. Part und letzte Tale. Und hier sind wir. Where did you come from? Hey, könnten ruhig Golbez in den Men in Black hier. Aber gut, die wissen das natürlich noch nicht. Engard. What in Blaises? What is it, sir? Meteors falling towards us from the moon. Tortoise from the moon. Oh Gottchen, das ist ja nicht so cool. Ein bisschen.
Trouble, my lord. What is it? Meteors are bombarding the land. Countless waves of them. What? King Edward. Wo ist denn der gerade? Der ist doch... Ist der nicht bei... Also in Baron mit? Ich glaube schon. Fabul. Yang und so ist... Die sind ja, Yang und Ursula sind ja auch gerade auf dem Weg nach Baron bei Leviathan da. Oh, what will become of us? Calm down, Chancellor. We cannot afford to lose our heads. He's right. We've got to maintain control of ourselves until Yang comes back with Ursula. I cannot believe this. What now, sir? The moon. It's falling. What? Whoa. Was passiert hier? What in the world? Your Highness. Oh no. What's going on here? We do not have the luxury of time. You, spill everything you know right now. How about starting by telling us who you are for one? Look out, Meteor. Punch it, boys. We need to get out of here. Unbelievable. Meteors are falling all over the land as far as I can, as far as the eye can see. What are you doing? What are you? We're headed towards Baron Castle. Oh yeah. Welcome back. I'm glad to see you all. Theodore, Rosa, Sid, and most of all, Kane. Cecil. Father. Final Fantasy IV, the after years. The crystals. The planet eater. Ja, wo sind die anderen beiden Luftschiffe hin? Da sind Kalkanbrina. What form of triarchy is this? Off we go. Hold it. You two stay and watch the Falcon. Edge ist noch auf einem recht geringen Level und wo sind meine Ninjas hin? Also Edge's Ninjas meine ich natürlich. Oh, erstmal ein bisschen umrüsten hier. Das geht ja gar nicht. Erst noch auf so einem... Ah, das ist echt doof. Den hätte ich noch mal ein bisschen trainieren sollen. Und ich habe... Oh mein Gott, habe ich das gerade richtig gesehen, dass... Naja, all ihr Geld zusammengenommen wurde. Ich glaube, ich habe das gerade richtig gesehen. Ich habe... Ja, 111.021. Gut. Und wie sieht's mit den Items aus? Habe ich schon alle oder nur von denen jetzt? Gucken. Müssen wir beim Adamantit gucken. Ne, okay. Nur von... Ne, zwei. Okay, das sind jetzt alle. Alle Inventare zusammen. Alle. Moment mal, habe ich dann jetzt auch ein paar hundert High Potions? Nur 99, okay. Ja gut. 99 Cottages. Okay. Hey, Moment mal, jetzt wo ich Iridia habe.
Rudy Hustler und Goblin. Danke. Jetzt kann sie endlich mal wieder was summonen. Das wurde ich aber auch Zeit. Komm, gucken wir uns erstmal noch ein Ründchen in Baron um. Oh, und natürlich muss ich den Dash noch einstellen. Hello everyone. Things certainly have taken a turn for worse, haven't they? I imagine you're running low on supplies. Would you care to buy something? Oh yes. Habe ich schon. Ich hab doch das Geld, jetzt nicht mehr. Nee. Wenigstens ist es nicht teuer. Erstmal ausrüsten. Angefangen mit ihm, weil ich ihn wahrscheinlich in meiner in meinem Endteam dabei haben möchte. Chainwhip ist so gut, dass sie jetzt nicht mehr automatisch den Bogen ausgerüstet bekommt. Man. Ja gut und... Ui! Oh! Remedy Ether Expotion? Ja bitte! Das nehme ich mit. Also, das nehme ich gerne mit. Ich will jetzt noch mal ganz kurz was auf der Weltkarte gucken und ich möchte bitte Golbis sein. Oder? Ja, ich möchte bitte Golbis sein. Ich möchte hier nur mal kurz was gucken. Nämlich wegen der... Ach du Scheiße. Wegen der Partner-Dinger. Es wird doch bestimmt so sein, dass er was mit Rydia hat, oder? Er hat doch generell so halt so mit Rydia so ein bisschen... Oh, aber womit? Attack? Black Magic? Ich probiere mal Black Magic. Ich will das mal ausprobieren. Nein, nicht töten, nicht die Gegner töten. Oh Gott. Band failed. Huh, wie blöd. Okay, ich habe mal nachgeguckt und die haben tatsächlich eine Bond, ein Band. Aber das Problem ist, dabei muss Rydia einen Bogen ausgerüstet haben. Und deswegen machen wir das jetzt nochmal. Binding Arrows. Great Bow. Oh, jetzt habe ich aber gar nicht geguckt. Ich glaube beide mit Attack, aber ich bin mir nicht sicher. Mist. Das habe ich jetzt nicht so nachgeguckt. Nicht Auto. Band, Search for Bands, Attack, Band. Ich will es einfach mal rausfinden, weil ich will generell, ja, weil diese Bands mal gemacht haben. Oh. Wie süß. So, wir laufen doch erstmal mit Golbis rum. Baron Castle. What the? It's the same glow as the one coming from the Tower of Babel. Is there no way for us to break through? Where are you going? We must find another way inside. Stop! Wait! Oh no. Nicht der Underground Waterway, oder? Ich will jetzt erstmal speichern. Ich fühle mich so unsicher gerade. Bitte erstmal speichern. Und hier wird... Hier ist sogar Cecil als Bild und es wird nur Cecils Level im Speicherscreen angezeigt. Okay, ich spiele. Ist ja gut. Ich hole mir den guten alten Cecil ja schon. Aber erstmal nochmal... Oh, Tinnitus im linken Ohr. Master, sit. Who is it? Shh, don't go outside. No, it's all right. It's me, Luca. Huh? Luca, Rydia and Edge too. Oh, it's such a relief to see all of you safe. D-
Do you know of my father or of King Cecil? We're in the midst of searching for them, but you know that stubborn old man better than I do. I'm sure he's going just fine. Yes, you're right. Okay, war der Schlüssel hier? Nein. War doch in irgendeinem Bücherregal, oder? Hallo? Wo ist der Schlüssel? Du vielleicht? I hope you find Sid and the others safe and sound. We're counting on you. We do our best. Be careful outside, everyone. Luca, wanna play with me? Well, of course, but it'll have to wait a little while, alright? We'll play once the sun is back and shining brightly down on us again. Okay, you promise? Hm. Das hat mir jetzt nicht so viel gebracht hier. Hier muss irgendwo irgendwas sein. Garantiert. Ich interagiere jetzt noch einmal mit jedem scheiß Gegenstand hier. Kind. Und dann gebe ich es doch erstmal auf. Okay. Huch. Was ist das? A small tale? Das google ich nach dem Part. Ich traue mich nicht, das jetzt zu benutzen. Was ist das? Und wo bin ich? Nein. Hä? Huch. Gegner. Ach Gottchen. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass ich jetzt kämpfe. Die Gegner sind hier alle Gegner. Okay, jetzt hole ich sie mir alle. Also erstmal die Items natürlich hier unten, die wahrscheinlich wieder respawned sind. Natürlich, X-Potion, gut. Das ist es ja sogar wert. Silver Hourglass. Oh je. Dann würde ich sagen, wir töten die mal schnell alle Stück für Stück ab. King Cecil's Orders. Alter, was ist denn mit den ganzen schönen Soldaten hier passiert? Oh Mann. Ja, mein Edgy ist natürlich sehr anfällig gerade. Weil er halt noch sehr, ja, schwach ist, vergleichsweise. Und wieso mache ich eigentlich gerade so wenig Schaden? Ich meine, selbst Golbis macht gerade 700... Ja gut, doch, stimmt. Golbis war gar nicht so der Hitter. Vielleicht trainiere ich gleich... Ja, wo soll ich denn trainieren? Ich habe überlegt, vielleicht Edge mal ein bisschen hoch zu trainieren, aber wo? Sehr ungünstpraktisch hier. So, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal alle abmurksen. Vielleicht ist das ganz gut. Vielleicht trauen sich dann die Leute aus dem Haus oder so. Oder ich kriege einen Schlüssel und kann irgendwas aufschließen. Hallo? Ich muss in das Schloss. Vielleicht Untergrund, was da weh. King's Essel's Order. Vielleicht sollte ich auch einfach mal anfangen, mit Rydia und Golbis ein bisschen Black Magic zu zaubern. Dann würde das Ganze hier ein Stückchen schneller gehen. Aber nö. Yeah. Ich habe ja ein paar High Potions. Ich kann ja erstmal wieder ein bisschen reinheilen hier. Und es scheint wirklich nur noch zwei zu sein. Sehr gut. Bonjour. Ça va? Young, oui, oui, monsieur. Nee, überhaupt nicht. Danke. Und einmal noch. Ich hoffe, es hat dann wirklich was gebracht. Was gebracht? Oh Gott. Na, jetzt werde ich mich doch mal dran setzen, hier ein ordentliches Quake reinzuhauen. Aber. Und den Goblin zu beschwören. Na los, danke, Mr. Golbis. Nee. Nichts los, nein. Devil's Road. Oh.
Anybody there? Here? Who is it? Oh, thank goodness you're still alive. That voice. Wait, I know you. It's Ridian, madam. And what of Theodore? Is Theodore with you? I'm sorry. I see. I hope nothing's happened to him and Rosa. There's no need to worry. He's Cecil's son, you know. He's right, I'm sure the son of Cecil and Rosa will make it through this, and I promise we won't rest until we find him. Thank you. Please, please, you have to find Theodore and Rosa for me. But I don't give a shit about Cecil. And or the others didn't wieder respawn, die Wichser. Na, ganz toll. Okay. Liebe Leute, ich würde hier allerdings tatsächlich erstmal sagen, dass ich hier cutte. Auf der Weltkarte werde ich schneiden und speichern. Und dann suchen wir uns wohl erst im nächsten Part einen Weg ins Baron Castle. Ich bin gerade etwas ideenlos und deshalb gucken wir beim nächsten Mal weiter. Liebe Leute, ich bin ultra gespannt auf diese Tale und würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.